Anita Hofmann, eine talentierte Künstlerin der deutschen Musikindustrie, hat in ihrem Leben und ihrer Karriere viele Höhen und Tiefen erlebt. Sie wuchs zusammen mit ihrer Schwester Alexandra Geiger in Jungnau, Deutschland, in einer musikalischen Familie auf. Schon in jungen Jahren orientierte sie sich am Weg der Kunst und entwickelte sich schnell zu einem großen Talent bei Musikwettbewerben. Anita hat nicht nur eine begabte Stimme, sondern beherrscht seit ihrem 11. Lebensjahr auch viele Musikinstrumente, darunter Trompete, Xylophon und Alphorn. Mit einer fundierten musikalischen Ausbildung schloss sie eine klassische Gesangsausbildung ab und wurde eine bemerkenswerte Sopranistin. Anita Hofmanns Karriere explodierte Mitte der 1990er Jahre regelrecht, als sie zusammen mit ihrer Schwester die Musikgruppe Hofmann gründete, die 2012 in Anita Alexandra Hofmann umbenannt wurde. Dieses Schwesternpaar hat große Erfolge in der Schlagermusikbranche erzielt und Hits und Alben veröffentlicht, die beim Publikum beliebt sind. Doch wie jede andere Reise ist auch ihre Karriere nicht ohne Herausforderungen. Ende 2022 beschlossen die beiden Schwestern, getrennte Wege zu gehen, was eine große Veränderung in Anitas Leben bedeutete. Nach der Trennung von der Gruppe begann Anita Hofmann eine Solokarriere und setzte ihre musikalische Reise mit vielen persönlichen Projekten fort. Allerdings läuft nicht alles reibungslos. Ihre Solokarriere stieß zunächst auf viele Schwierigkeiten, da sie sich in der Musikindustrie neu positionieren musste, eine große Herausforderung, nachdem sie mit Auftritten mit ihrer Schwester so vertraut war. Anita gab jedoch nicht auf. Im Frühjahr 2024 veröffentlichte sie ihr erstes Soloalbum, voll auf Schlager, und markierte damit eine starke Rückkehr zur Musik. Darüber hinaus erschien im Mai 2024 ihre Autobiografie, Be Simply Beautiful, in der sie über ihren beruflichen Werdegang, die Schwierigkeiten und die Schmerzen berichtet, die sie in ihrem Leben erlebt hat. Eine der großen Schmerzen, unter denen Anita Hofmann viele Jahre lang litt, war Bulimie. Nach eigenen Angaben hat diese Krankheit ihr viele Schwierigkeiten bereitet und ihre Gesundheit und Psyche stark beeinträchtigt. Diese gesundheitlichen Herausforderungen sind Teil der Traurigkeit und des persönlichen Versagens, mit denen Anita im Leben konfrontiert ist. Doch mit Beharrlichkeit und Entschlossenheit meisterte sie diese schwierige Zeit und machte beruflich und privat weiter Fortschritte. Das Jahr 2022 markierte einen Wendepunkt in Anitas Privatleben, als sie den Radiomoderator Christian Philipp heiratete. Die Liebe und Unterstützung von Christian wurde für Anita in den schwierigsten Zeiten zu einer großen Quelle der Ermutigung. Diese Ehe brachte ihr Glück und Stabilität nach arbeitsreichen und stressigen Jahren in der Unterhaltungsbranche. Obwohl sie in ihrer Karriere viele Höhen und Tiefen durchgemacht hat, findet Anita immer Freude und Trost in ihrer Liebe. Seit kurzem scheint Anita Hofmanns Leben die Balance gefunden zu haben. Sie setzt ihre Solokarriere mit unverminderter Leidenschaft fort und baut ihr Image in der Musikindustrie wieder auf. Obwohl die ersten Schritte in ihrer Solokarriere etwas schwierig waren, glaubte Anita immer an ihre eigenen Fähigkeiten und ihr Durchhaltevermögen. Was die Zukunft betrifft, widmet sie sich weiterhin der Musik und plant weiterhin, persönlichere Projekte zu entwickeln. Was Ehe und Familie betrifft, hat Anita Hofmann in Christian Philipp ihren idealen Partner gefunden. Ihre Pläne, Kinder zu bekommen oder ihre Familie zu vergrößern, hat sie jedoch bisher nicht preisgegeben. Ihr Leben konzentriert sich derzeit hauptsächlich auf ihre Karriere, darauf, für sich selbst zu sorgen und mit ihrem Mann glücklich zu bleiben. Insgesamt hat Anita Hofmann in ihrem Leben viele Ereignisse und Herausforderungen erlebt,
von großen Erfolgen bis hin zu tiefer persönlicher Trauer. Doch mit Kraft und Entschlossenheit überwand sie alle Schwierigkeiten und setzte ihren Karriereweg fort. Ihr aktuelles Leben ist eine Harmonie zwischen künstlerischer Leidenschaft und persönlichem Glück, ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit einer Frau, die niemals aufgibt. Nach Höhen und Tiefen und Herausforderungen im Leben findet Anita Hofmann nun allmählich Frieden und Glück sowohl im Beruf als auch im Privatleben. Kürzlich, nach der Veröffentlichung ihres Debüt-Solo-Albums Voll auf Schlager im Jahr 2024, bekräftigte sie, dass sie immer noch viel Potenzial hat, einen Beitrag zur Schlagermusikindustrie zu leisten, auch wenn sie nicht mehr mit ihrer Schwester Alexandra zusammen ist. Das neue Album ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein in ihrer Solokarriere, sondern auch ein Symbol für den belastbaren Geist von Anita, die sich unzähligen persönlichen und beruflichen Herausforderungen gestellt hat. Im Laufe der Jahre musste Anita Hofmann nicht nur mit der Trennung von ihrer Schwesterband berufliche Schwierigkeiten überwinden, sondern kämpfte auch mit persönlichen gesundheitlichen Problemen. Sie äußerte offen, dass sie seit langem an Bulimie litt, die tiefgreifende Auswirkungen auf ihren Geist und today because you see that, you know, there's this about, I don't know, 5-6 years ago, there was this gigantic authentic shift that took place in marketing where, you know, the perceptive nature of doing business kind of disappeared for a while, at least in some of the top producing companies. And they started to embrace this idea that if we're just honest with people, we'll probably get more business, which is good. That's a great shift to happen. But to see it take place in the investment space like you're doing is really a breath of fresh air because so few investors do that. They're trying to just do anything that they can to get. Now, I'm not going to overgeneralize investors. A lot of the top level wholesalers, and the reason I asked that question the way I asked it, I think that it was more than likely a function of I don't have time, so now I'm going to be honest. Like, I'm just way too busy. Let's just start being honest with everybody because we don't have time to go look at all these maybe deals. So now we're going to say we are discount buyer or discount buyers of properties, et cetera, et cetera. So my curiosity was, you know, how did you segue into just that truth and transparency? But it sounds like doing that, and then you're now leading more investors just to do it right off the bat, it really shortens that gap where they've created all this space for themselves, and now they can just focus on the people that, you know, that are ready to go right now. And so last question is, how do I get myself to that point? You know, from a marketing standpoint, I realize that's where I got to do most of my work. But if I'm creating all this space for myself to only focus on motivated sellers that are ready to go right now, how do I get to a point where I got an 8-hour day focused or communicating with those people? What action should I take? Give me the 1, 2, 3, man. I'm an investor. I'm ready to go. Great question. All right. So discount proper. So we have two main businesses here, right? We have the acquisition business of my company, which is called House Sold Easy. So the discount property investor logo, the TV here, the podcast, that's not the company that we are actively marketing to our, you know, to our motivated sellers. It's House Sold Easy. The discount property investor brand that we have is the disposition side of the business. Okay, so we're not actually marketing to the marketplace that we are discount investors, discount property buyers. Because, you know, again, that doesn't have a good ring to it. So what we do is we market that we are House Sold Easy, and we stand by that. So what we do and what you can do and what anybody listening can do is literally when you are on the phone with these people, just tell them your intentions. Okay. So when I am on the phone, this